Kurzes Recap. Heute ist der 23.02.2022. Gestern von uns gesehen hier in Deutschland, von der Nacht vom 22. auf den 23., also von Dienstag auf Mittwoch, ist das neue Album von Kanye West nicht rausgekommen, aber die Pre-Listening-Party hat stattgefunden. Es gibt dazu selbstverständlich auch ein Video, ein Streaming-Video auf YouTube, was das hier sein müsste. Ich bin gerade gar nicht sicher, weil eigentlich das, was ich mir angeguckt habe, war tatsächlich länger als nur 1 Stunde 25. Wurde gelöscht, Chat, ne? Ja, wurde gelöscht. Komisch, sage ich euch ehrlich. Komisch. Aber ich habe es mir noch angeguckt. Erstmal muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns das jetzt noch nicht anhören können. Oder ich weiß auch nicht, ob das generell in irgendwelchen Streaming-Diensten generell online kommt. Es heißt bis jetzt, dass es nicht der Fall sein wird. Wir lassen uns mal überraschen, weil ich muss sagen, das, was ich gehört habe, hat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich sage das nicht nur, weil ich irgendwie dreimal Future, und ihr wisst, Pat ist auf jeden Fall ein Future-Fan, gehört habe, sondern ich glaube, dass, auch wenn ich Donda 1 gefeiert habe, Donda 2 hörbarer ist. Zumindest das, was ich jetzt von diesem Livestream mitbekommen habe. Dem einen oder anderen, der dieses Video gesehen hat, wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass leider am Ende, weil dann wurde dann so quasi ein bisschen performt, das super unsynchron war, weswegen sich Kanye auch, glaube ich, ein bisschen abgefuckt hat. Das war ein bisschen schade, weil das hat so die Live-Performance halt komplett in den Ruin gezogen. Aber jetzt, heute im Laufe des Tages, unabhängig von der Musik, wurde die neue Kollektion released zwischen, was ist das für eine Collab? Yeezy, Gap, Balenciaga. Und ich glaube, da sieht man mal wieder, was Kanye West ausmacht, beziehungsweise was der Typ halt wie kein Zweiter kann. Der Typ schafft es einfach. Gap, was Loki H&M aus Amerika ist, mit Balenciaga zusammenzubringen und irgendwie gemeinsam Klamotten zu entwerfen. Das ist schon verrückt. Und diese Kollektion, die ja jetzt auch schon häufiger angesprochen wurde, beziehungsweise häufiger mal so angerissen wurde, wurde heute geleakt. Ich meine, klar, wir kennen alle die Jacke, ja, die Mülltütenjacke. Aber man muss auch dazu sagen, hat Balenciaga keine Rolle gespielt. Also letztendlich, Demna hatte da nicht seine Finger im Spiel, sondern das war halt wirklich nur Yeezy mit Gap, die Jacke, aber auch die Hoodies. Jetzt bin ich natürlich super gespannt, erstens, wie die Pieces aussehen, zweitens, wie das Ganze oder wo das Ganze preislich angesiedelt ist und ob wir vielleicht sogar was sehen, was für uns interessant sein könnte. Wenn wir auf Kanye West sein Instagram gehen, was ich glaube innerhalb von 2 Wochen 10 Millionen Follower dazu gekriegt hat, insane, kriegen wir eine ganz gute Übersicht der Vibes und uns fällt halt direkt eins auf. Erstens, dieser typische Kanye-Look, ja, den er gerade am Fahren ist, sehen wir hier ganz, ganz klar. Plus, da ist kein einziges farbiges Piece mit dabei. Das sind alles komplett all black Looks. Ich glaube, das höchste der Gefühle, was in Richtung Farben geht, ist dann hier der gewaschene Hoodie, der so ein bisschen, ja, so ein Grau mit sich bringt. Ich muss sagen, feiere ich. Ist halt ein Vibe, aber ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber, ja, guck mal, ich will nicht zu forsch urteilen, weil ich habe noch mir keine Übersicht gemacht. Und ja, Chat, wir werden jetzt gemeinsam auf Farfetch gehen, weil da gibt es die Sachen jetzt, ja, zum Vorbestellen. Farfetch, ich weiß nicht, ob die da irgendwie eine Rolle spielen, by the way. Vielleicht ist das jetzt sogar Yeezy, X Gap, X Balenciaga, X Farfetch. Dieses Trio lässt Streetwear-Herzen höher schlagen. Die lang ersehnte Collab vereint Yeezys futuristische Design-Ästhetik mit Demna, Innovationsgeist und Gaps amerikanischen Einflüssen. Jetzt die Kult-Pieces nur auf Farfetch vorbestellen. Wir sliden rein. Also es gibt mir jetzt hier gerade, ich will nicht sagen Yeezy Season 1 Vibes, aber ich sage ehrlich, meine Erwartungen sind schon sehr, sehr hoch. Klar, wenn wir jetzt hier nochmal auf Instagram gehen, dann ist das eher so ein Silhouettending, ja, Überschnitte, was uns aber, ich würde sogar sagen, in die Karten spielt. Ich bin aber sehr gespannt, wie es preislich aussieht. Wir sliden rein, meine Freunde. Ah, okay, ich dachte schon, hey, jetzt sehen wir hier andere Pieces, die quasi hier auf Instagram nicht zu sehen sind. Kann natürlich auch sein. Aber wir sehen
dass dieser Gap-Hoodie ein Backprint hat. Mal eine andere Frage. Wenn ich mir die Sachen jetzt vorbestelle, wann kommen die bei mir an? Weil der Chat sagt gerade 1. Juli. Stimmt das? Okay. Also man kann jetzt vorbestellen und die Sachen kommen dann am 1.7. an. Man hat quasi eine Wartezeit von 4 Monaten. Okay, aber immerhin wird es kommuniziert. Okay, wir fangen an. Der Hoodie. Ich glaube, der Hoodie, wenn ich mir das so angucke und mit meiner, ich sag mal, Erfahrung beziehungsweise generell auch mit den Erfahrungswerten, die ich einfach gesammelt habe, dann kann ich jetzt schon mal sagen, dieser Hoodie wird wahrscheinlich das gehypteste Piece sein, weil das ist das einzige Piece mit irgendwie Branding drauf und wir wissen, dass viele, viele, viele Leute auf Branding abfahren. Hoodie vom Schnitt sieht schon nice aus, auch wenn wir uns das hier mal getragen angucken, sieht der schon cool aus. Ich finde aber super, super weird, dass hier es so aussieht, als hätte der Hoodie keinen Bund und hier sehen wir aber einen Bund. Dann frage ich mich natürlich, ist das hier nur ein Sample oder kommt das letztendlich ohne Bund an, aber vielleicht sehen wir die Sachen hier auch nochmal ein bisschen konkreter. Nee, leider nicht. Ist halt natürlich die Frage, hat der hier einen Bund oder hat er keinen? Weil hier, so wie er hier ist, würde ich es deutlich, deutlich mehr feiern. Es sieht hier so ein bisschen aus, als könnte man den hier unten zuschnüren mit irgendeinem Gummizug. Und das würde ich persönlich dann nicht mehr so nice finden. Preislich liegt er bei 290 Euro. 290 Euro für einen Hoodie. Ja, ist auf jeden Fall viel Geld. Wenn wir uns das mal mit Balenciaga normalen Preisen, wenn wir das mal damit vergleichen, dann würde ich sagen, ist das günstig. Vergleichen wir das aber jetzt mit Gap-Preisen, ist das teuer. Ich glaube, das sind so diese typischen Yeezy-Preise. Kann man das sagen? Ich glaube, Yeezy hat damals sich so in dieser Range bewegt. Vielleicht ein bisschen teurer. Was sagt ihr, Chat? Würdet ihr 290 Euro, findet ihr das für angemessen? Sagt ihr, das ist zu teuer? Und auch nochmal eine ganz spannende Sache, die mir gerade auch nochmal auffällt, ist, dass es den Hoodie sogar in anderen Farben gibt. Ah, okay. Okay. Das ist natürlich jetzt interessant, weil ich sage euch ehrlich, der Weiße ist der krasseste. Der hier ist der krasseste. No joke, das ist der krasseste. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das ist der niceste. Ich finde hier auch, dass das Gap so ein bisschen untergeht. Plus auch diese Möwe hinten, die mir bei dem Schwarzen irgendwie, ja, die ich einfach hier nicht so fühle, geht einfach viel mehr unter, beziehungsweise ist viel integrierter. Gefällt mir. Die Möwe. Ja, Möwe oder was auch immer das sein mag, Freunde. Möwe, Taube, I don't know, irgendein gefliedertes Ding. Jetzt natürlich die Frage, wie das mit Sizing aussieht. Ich glaube, das ist, ja, da könnt ihr besser Lotto spielen, sage ich euch ehrlich. Der ist hellgrau. Ja, Bro, hellgrau, weiß, juckt jetzt auch gar keinen. Ich sag ehrlich, in diesem Colorway finde ich den nice. Wichtig ist aber, dass der hier unten einen Bund hat. Das wäre mir super, super wichtig, weil ohne Bund würde ich den jetzt nicht so viel in Tobianus. Aber nochmal, ich glaube, der Hoodie wird wahrscheinlich das Ding sein, was am besten geht. Also erstes Piece, der Hoodie. Ich bin sehr überrascht, sage ich euch ehrlich, dass der in verschiedenen Colorways rauskommt. Ja, für mich der stärkste, auf jeden Fall der hellgraue. Und da sehe ich auch einmal das Potenzial für eine Abstimmung, meine Freunde. Welchen fühlt ihr am meisten? Yo, das sind zwei verschiedene, Freunde. Oh mein Gott. Warte mal kurz. Das ist der gar nicht, Chat. Guckt euch mal hier die Kapuze an. Die ist straight, also die mündet hier quasi an dieser Naht. Aber das Ding hat hier so eine Art Face Mask. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist der hier. Das ist der hier. Wir gucken uns gerade den falschen Hoodie an. Oh mein Gott. Sorry, Trash. Der gefällt mir 1000-mal besser. Der gefällt mir viel, viel besser. Chat sagt, dass der schwarze der beste ist. Danach der weiße, beziehungsweise der graue. Und der braune, beziehungsweise sandfarbene ist der schlechteste. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Weil ich dachte, ehrlich, wir gucken uns diesen Hoodie hier an. Aber Sherlock Pat hat gerade herausgefunden, dass wir uns diesen Hoodie hier angucken. Und der ist nichts für mich. Naja, vielleicht sehen wir den ja noch. I don't know. Wir machen weiter. Entspannung. Dasselbe gibt es auch als T-Shirt. T-Shirt. Sieht rein vom Ding her auch wieder hier sehr Yeezy-typisch aus. Boxy geschnitten, sehr, sehr weite, lange Ärmel. Keine Naht, keine Schulternaht, wie es mir scheint. Schöner Kragen und schönes Washing, muss man sagen. Aber hinten, ich glaube, diese Möwe oder Taube oder whatever, hätten die sich echt sparen können, sag ich euch ehrlich. Auch das wieder in diesen drei Colorways, richtig? Wahrscheinlich ist das dieses T-Shirt und das sieht sehr, sehr lang aus. Leider. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht immer, ob die Fitpics, die wir uns dazu angucken, auch immer wirklich diese Pieces sind. Weil, wie ihr gesehen habt, ist das nicht immer so hundertprozentig erkennbar. Oh, da kommen ja sogar noch mehr T-Shirt. Wait a second. Waren die auch noch mehr Hoodies? Okay. Das T-Shirt gibt es anscheinend auch noch mit einem kleinen Gap-Logo vorne drauf, was wir hier besser erkennen.
absolutes Schmutz-T-Shirt. Gefällt mir gar nicht. Auch hier das erste Mal andere Colorways. Das Ding taugt mir null. Das sieht so richtig aus wie so ein Instagram-Logo, was sie vorne drauf geprintet haben. Und dann irgendwie so auf cool wollen, jetzt so auf cool verkaufen wollen. Gefällt mir gar nicht. Da fand ich das andere cooler, sage ich euch ehrlich. T-Shirt taugt mir nicht. Aber hier das erste Mal ein bisschen was mit Farbe. Zumindest das rote. Und hier sehen wir dann sogar noch... Aha. Die unterscheiden sich teilweise auch vom Schnitt, Freunde. Achtet da bitte drauf. Falls ihr euch da was kaufen wollt, dann achtet bitte genau, was ihr euch kauft. Weil, wie gesagt, das erste T-Shirt, dieses hier, hatte keine Schulternaht. Das T-Shirt, was eigentlich 1:1 so aussieht wie der Kollege hier, hat hier die Schulternaht. Und da sehen auch die Ärmel viel länger aus als bei dem hier noch. Deswegen bitte genau darauf achten, falls ihr euch da was ziehen wollt, worauf ihr letztendlich Bock habt. Das eine ist ein Crop-Shirt, das andere regular oversized. Das will ich euch damit sagen. Also die unterscheiden sich von den Schnitten. Finde ich einen sehr coolen Ansatz, bin ich ehrlich zu euch. Dass man quasi dem Kunden die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wie mag ich meine T-Shirts? Auf was habe ich Bock? Das Problem, was ich hier jetzt einfach sehe, man muss schon eine gewisse Experience haben, um das zu sehen. Weil letztendlich, wenn man keine Ahnung hat, wird man jetzt erstmal denken, hey, das ist ein und dasselbe T-Shirt. Die Beschreibung ist gleich, plus das Design ist gleich. So, dann macht doch wenigstens irgendwie Fitpics oder weiß der Kuckuck was. Das ist ein bisschen schlecht gelöst. Für mein Favorite vom T-Shirt, sage ich euch ehrlich, ist das erste. Das taugt mir. Die anderen sind eher schwierig. Die Jeansjacke. Ich glaube, in dieser Jeansjacke haben wir Kanye jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Und wie wir letzte Mal von Josué Teaching Men's Fashion gelernt haben, kommen Jeansjacken ja jetzt wieder absolut in den Trend. Deswegen da auf jeden Fall jetzt die Augen spreizen. Wir haben einmal eine Jeansjacke und dazu die passende Hose. 540 Euro kostet der Bums. So Distressed-Optik. Und ich sag mal, Hauptelement ist so dieses, jetzt so Art patchige, beziehungsweise so ein bisschen auf Airbags angelehnt. Ihr seht es selber. Diese Applikation hier hinten dran. Ein bisschen so die Wirbelsäule angelehnt. Gern den Ellbogen auch nochmal. Und dazu die passende Hose. Die Hose finde ich sehr, sehr langweilig. Weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Die Jeansjacke finde ich vom Konzept eigentlich ganz cool. Holt mich aber auch nicht hundertprozentig ab. Wäre jetzt auch kein Piece, was ich jetzt irgendwie in Erwägung ziehen würde, mir das zu koppen. Vielleicht sehen wir das Ganze ja auch nochmal angezogen. Hier, okay, guck mal, so vom Fit her finde ich die angetragen schon nicer. Gerade in schwarz. Hier kann man jetzt, glaube ich, nicht die schwarze vorbestellen. Zumindest nicht hier bei diesem Reiter. Aber in schwarz finde ich die nice. Also auch vom Fit hat halt so ein bisschen mehr diese, ja, fast schon Schulterpolster-Optik. Ist gerade bei kleinen, etwas breiteren Menschen nicht so mega vorteilhaft, weil sieht man halt direkt noch breiter und kleiner aus, wisst ihr, wie ich meine? Dann geht man halt mal mehr in die Breite als irgendwie in die Länge. Aber ansonsten gefällt mir auf jeden Fall die schwarze besser als jetzt die Blue. Hosen, Jogginghose. Jogginghose, 230 Euro. Bro, sorry, absoluter Trash. Holt mich gar nicht ab. Super random. Hätte jetzt auch von Urban Classics auch sein können. Zumindest hier in dieser Position. Gefällt es mir gar nicht. Angezogen ist es wahrscheinlich diese Hose. I don't know. Nee, Freunde. Da sind wir raus. Taugt mir nicht. Und ich glaube, das war es dann auch schon, oder? So viel mehr gibt es gar nicht. Hier sehen wir jetzt nochmal die einzelnen Pieces. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Longsleeve, was wir gar nicht gesehen haben. Also quasi wieder dasselbe Design mit Gap vorne drauf und wieder der Taube hinten. Dieses Mal allerdings in einem besseren Artwork. So ein bisschen auf Schatten angelehnt. Taugt mir deutlich, deutlich besser als dieser Kollege hier. Und wenn es mich dann nicht täuscht, war es das. Also gar nicht mal so viel. Ich hätte mit mehr gerechnet. Warum hätte ich mit mehr gerechnet? Weil wenn wir uns das Instagram von Kanye angucken, dann sind hier deutlich mehr Pieces auch zu sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Hoodie, weil dieser Hoodie taugt mir viel, viel mehr als den wir letztendlich bekommen haben. Ich weiß nicht, mit der zweiten Kollektion, mit dem zweiten Drop rechnen können oder ob das Family and Friends Pieces sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass die dann ja zu einem späteren Zeitpunkt online kommen werden. Wir können ja auch nochmal bei Yeezy selber gucken, ob es da andere Sachen gibt oder bei Gap. Wir gehen hier nochmal rein. Auch hier sehen wir den Hoodie, T-Shirt, Longsleeve, T-Shirt, Hose. 1:1 dieselben Sachen. Jetzt mal Frage in die Runde. Welches Piece gefällt euch am besten? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir davon was ziehe. Rein für die Experience, damit ich vielleicht euch auch ein paar Infos geben kann. Ich sage ehrlich, das, was mir jetzt irgendwie am besten taugt, ich würde sehr, sehr gerne eigentlich den Hoodie
mir ziehen, aber das ist nicht der Hoodie, den ich im Kopf habe. Also im Kopf habe. Bei dem hier, wenn das der gewesen wäre, hätte ich mir noch echt vorstellen können, mir den in diesem Weiß-Grau irgendwie zu holen. Den habe ich leider nicht gekriegt. Alles andere, weiß ich. Ich glaube, am ehesten würde ich sogar noch ein T-Shirt irgendwie ziehen. Ja, also Fanboy angelehnt, sage ich euch ehrlich. Den Kollegen dann. Den Kollegen. Die Hose finde ich langweilig, sage ich euch ehrlich, Chat. Und die Jeansjacke vielleicht. Die Jeansjacke ist für mich das uniqueste Piece. Beziehungsweise das Piece, was so am aufregendsten daherkommt. Weil das andere ist, sind wir mal ehrlich, Print the Basics. Aber ich würde das ganz gerne mal testen. Auch so von der Qualität her, wie ob mir das taugt, ob mir das nicht taugt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir ein T-Shirt hole oder nicht. I don't know. Ich bin ein bisschen enttäuscht, sage ich ehrlich zu euch. Naja. Chat, was sagt ihr? Lohnt sich das T-Shirt oder ist es Bullshit? Brauche ich wirklich ein T-Shirt, wo vorne Gap draufsteht und hinten so eine Möwe drauf ist? Ich weiß nicht, warum. Ich bin enttäuscht. Ich sage ehrlich, Chat. Ich bin leider enttäuscht. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Und ich bin enttäuscht. Ich schaue später nochmal drüber. Vielleicht teste ich das Ganze. Weil ich würde das Ganze... Also ich will eigentlich mal die Produkte auch wirklich in den Händen halten. Gucken, okay, wie sind die Stoffe? Wie sind die Schnitte? Wie ist generell die Qualität? Euch vielleicht auch so meine Erfahrungen mitteilen. Naja, Idee ist, wo die Idee ist. Ich bin gespannt.